Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Wahlkampf ist eingeläutet, also müssen die Linken und Grünen in der letzten Woche noch ein paar Anträge einbringen, die sicherlich nicht helfen werden, die uns ein wenig Zeit rauben und die erkennbar das Ziel verfolgen, die eigene Wählerklientel zu befriedigen. Nach dem Motto "Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt", haben Ihre Anträge, insbesondere der Antrag "Abrüstung jetzt und hier beginnen", herzlich wenig mit der Wirklichkeit zu tun. Ihr nahezu verblendeter Aktionismus versucht, den Menschen in der Republik Sand in die Augen zu streuen und lässt jeglichen Bezug zur Wirklichkeit vermissen. Meine Damen und Herren, der Antrag ist ein linksideologisches Thesenpapier vom Feinsten. Wenn Sie darin schreiben, dass Deutschland seinen Machtoptionen auch militärisch Weltgeltung verschaffen wolle, dann ist das mit Verlaub ziemlicher Unsinn. Und ich frage mich, welchen ideologischen Unterbau Sie haben, um diesen Blödsinn selbst zu glauben. Deutschland muss als eine der größten und einflussreichsten Volkswirtschaften Verantwortung übernehmen. Und dazu zwingt uns die aktuelle Sicherheitslage in der Welt. Sie von den Linken verkennen, dass die Bundesrepublik Deutschland niemals Alleingänge unternimmt, sondern gerade beim Einsatz militärischer Mittel immer im Bündnis multilateral handelt. Ihre konstruierten Vorwürfe sind deshalb inhalts- und haltlos. Meine Damen und Herren, wir rüsten nicht auf. Wir schließen Lücken bei der notwendigen Ausrüstung der Bundeswehr zum Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten. Auch hier läuft Ihr Antrag an der Realität vorbei. Wer wie Sie von Aufrüstung spricht, ganz ehrlich, hat keinen blassen Schimmer von einer intelligenten, vernetzten Außen- und Sicherheitspolitik. Auch wenn Sie schreiben, dass Deutschland Teil einer Eskalationsspirale sei, muss man ehrlich am Verstand derer zweifeln, die diesen Antrag verfasst haben. Sie gehen mit keinem Wort, mit keinem Wort auf die größte sicherheitspolitische Herausforderung Europas seit dem Ende des Kalten Krieges ein. Sie blenden die russische Annexion der Krim und das völkerrechtswidrige Verhalten einfach aus. Stattdessen verkehren Sie die Vorzeichen um und werfen Deutschland vor, an vielen der Kriege direkt oder indirekt beteiligt zu sein. Ihre Anträge überschreiten gleich mehrfach die Schmerzgrenze rational denkender Außen- und Sicherheitspolitiker. Auch Ihre Einlassung zu Rüstungsexporten der nuklearen Teilhabe Deutschland sind höchst undifferenziert. Meine Damen und Herren, die Linke zerlegt sich selbst, wenn sie Fakten auslassen oder weglassen. Ich weiß, das können Sie gut, nur Glaubwürdigkeit sieht wahrlich anders aus. Auch Ihrem Antrag keine Orientierung am 2-Prozent-Ziel der NATO. Nur mal am Rande bemerkt, 2004 von Rot-Grün als Zielmarke beschlossen. Deshalb wunderte ich mich eben über die Einlassung von Frau Brugger. Auch diesem Antrag fehlt jede inhaltliche Begründung. Und zu den gemeinsamen Anträgen der Fraktionen Die Linke und der Grünen bezüglich der nuklearen Teilhabe und über Verhandlungen zum Atomwaffenverbotsvertrag ist Folgendes zu sagen. Natürlich würden wir alle lieber in einer Welt ohne Atomwaffen leben. Wer will das nicht? Vor knapp 7 Jahren hatten wir uns auch bereits in einem gemeinsamen Antrag von Union, SPD, damals noch FDP und Bündnis 90 Die Grünen auf eine entsprechende Forderung geeinigt. Aber wenn wir das so wollen, muss es nun mal im Bündnis abgestimmt sein und kann nur schrittweise erfolgen. Darüber hinaus muss das alles im Rahmen eines überarbeiteten strategischen Konzeptes der NATO und unter Einbeziehung aller, auch der russischen Atomwaffenpotenziale geschehen. Eine koordinierte Abrüstung, egal ob nuklear oder konventionell,
kann ausschließlich im Rahmen des KSE-Vertrages erfolgen. Seit 2015 hat Putin de facto diesen Vertrag gekündigt. Erklären Sie mir doch bitte einmal, wie wir unter diesen sicherheitspolitischen Veränderungen zu einer koordinierten Abrüstung kommen können. Meine Damen und Herren, den Anträgen fehlen schlüssige Argumente und darüber hinaus eine sicherheitspolitische Grundlage. Nehmen Sie doch bitte zur Kenntnis, dass die Welt sich verändert hat und sich somit auch unsere Außen- und Sicherheitspolitik den heutigen Gegebenheiten anpassen muss. Der Antrag Herr der Kollege Gerlichen, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Ich denke, der Kollege Neu wird eine Kurzintervention hinterher starten. Ich führe mal aus. Der Antrag der Linken und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Interventionen in Antipersonenminen und Streumunition zu verbieten, ist nun wahrlich auch nicht neu. Wir sind uns doch einig, dass Antipersonenminen und Streumunition zu den barbarischsten konventionellen Waffen gehören. Und die Bundesregierung hat sich deshalb bereits klar zu einer weltweiten Ächtung von Streumunition bekannt. In diesem Sinne hat die Bundesrepublik Deutschland vom ersten Tag aktiv am Oslo-Prozess teilgenommen. Und der Staatsminister führte auch aus, dass wir den Vorsitz dort haben. Das dort erzielte Übereinkommen verbietet Einsatz, Entwicklung, Herstellung, Erwerb, Lagerung, Zurückbehaltung und Weitergabe von Streumunition sowie jegliche Unterstützung anderer Staaten, die verbotene Tätigkeiten ausüben. Auch meine Fraktion möchte selbstverständlich die weitere Verbreitung von Streumunition unterbinden. Wir setzen auf das Prinzip Ächtung, Selbstverpflichtung und auf Transparenz. Der von Ihnen eingebrachte Antrag würde nach Ihrer Diktion ein bürokratisches Monstrum schaffen, welches unwirksam bleibt und uns weder dem Ziel einer gerechteren und schon gar nicht friedlicheren Welt näher bringt. Meine Damen und Herren, es wird Sie nicht überraschen, aber wir werden diese, ich nenne sie mal Show-Anträge in der letzten Sitzungswoche ablehnen. Aber wie gesagt, das wird Sie nicht überraschen. Lieber Wolfgang Gerke, persönlich Ihnen alles Gute und dann politisch demnächst mehr friedlichen Sachverstand. Herzlichen Dank. Als nächste Rednerin hat Inge Höger für die Fraktion Die Linke das Wort.